Bitte? 4. 5. Wer kauft diese Computer? Ach, unterschiedlich. Große Firmen, Versicherungen, Banken. Hauptsächlich Banken. Verlierer fängt an. 0. Berliner Discounterbank? Vielleicht. 2. Und wer ist diese Frau, mit der du neulich zusammen warst? Juliette. Hat sie dir gefallen? Ich muss sie sowieso anrufen. Milo erzählt, sie reparieren Computer. Das tun die inzwischen selbst. Ich bringe ihnen nur bei, wie sie es machen. Computer reparieren sie selbst? Nein, aber sie können mit Hilfe eines speziellen Programms genau lokalisieren, wo ein Fehler in ihrer Anlage ist. Das zeigen sie dann an und dann wechselt man das kaputte Teil aus. Etwa so, wie wenn man eine verbrauchte Batterie in einem Kassettenrekorder auswechselt. So, sie machen das Programm, mit dem der Computer sich selbst kontrolliert. Sie verstehen das schneller als Melo. Warum erfährt man so wenig von diesen Dingen? Interessiert Sie das wirklich? Ja. Im Juni 1980 gab es einen Fehler im Computer vom amerikanischen Luftverteidigungszentrum. 20 Minuten lang war Krieg, nicht nur im Computer. Bomber stiegen auf, Gefechtsstände von Raketen waren in Alarmbereitschaft. 20 Minuten lang lief das Programm vom Dritten Weltkrieg. Das stand in der Zeitung, aber so Fehler passieren häufig und man hört nichts davon. Ja. Ja, ich wollte fragen, ob die von Ihnen annoncierte 12-bändige Ausgabe noch da ist. Und das ist von 1810. 1830. Mhm. Naja. Ohne Stockflecken, ja. Und... Ach, mit Supplementband. Ja, das ist interessant. Ja, dann würde ich die mal gleich abholen.